Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Retro Rampage Season 2. Und wir spielen heute, ja, ein Klassiker, muss man sagen, ein Klassiker des C64 aus der Reihe der, ja, horizontal-vertikal Shooting Games, nämlich Rambo First Blood Part 2. Und, was gibt's dazu zu sagen, außer dass jeder dieses Spiel damals kannte? Es basiert natürlich, wie soll's anders sein, auf dem zweiten Teil der Rambo-Filme und kombiniert halt eben die üblichen Mechaniken der Games dieser Zeit. Interessant als ich weiß nicht, ob das so sehr innovativ ist, aber man gab seinen Namen halt vorher ein. Nicht, dass es Großes gebracht hätte, aber es geht hier gleich los. So, hier sind die entsprechenden vietnamesischen Soldaten, die es ja dann halt eben zuhauf zu killen gilt. Ach, Mann. So viel Energie schon verloren jetzt. Ist ja unglaublich. Space, genau. So, das sind die. Da haben wir die Panzerfaust. Vorsicht, nicht selbst sprengen. Oh, nee! Auch hier wieder. Ihr seht's, ne? Man ist so 0,0 zum Eimer. Ich hätte auch ein Trainer-Game machen können. Wollte ich aber nicht so wirklich. Jetzt merke ich den Fehler dabei. So, ach komm, ist egal. Namen sind Schall und Rauch. Zumindest, wenn man John Rambo heißt. Ach Mann, das gibt's doch nicht. So, für diese Art Spiele war dieses Game auch... Nein, das ist ja unglaublich. Gelobig Tille, wa? Okay, hier sind wir jetzt am Rand. Beruhige dich. Mann. So, versuchen wir es nochmal. Ich muss ja auch einfach nochmal ein bisschen wieder reinkommen. Eieieiei. So, meine Aufgabe ist es jetzt halt eben entsprechend in ein... Ja, genau. Hier, in ein Gefangenenlager des Vietcong einzudringen. Und dort dann... Hallo? In ein Gefangenenlager des Vietcong einzudringen und die dortig befindliche Geisel dann entsprechend zu befreien. Man erinnere sich so grob an die Handlung von Rambo 2. So schwierig kann das nicht sein. So viel Handlung gab es da ja nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier... Sehr gut. So, hier gab es nämlich irgendwo... Bam! So, und jetzt geht's hier los. Wir sind gut unterwegs. Nein! So, bisschen zerstörbare Umgebung. Das war auch schon recht innovativ und irgendwo... Aha. So, Handgranaten, genau. Die Frage ist, worum alles in der Welt war jetzt der Yuffie? Oh. Ah, da ist er. Ach so, ja, richtig. Zack. Und... Oh, nein. Mann. Okay. Einfach nur links rüber. Gut. Komm,
Wir sind jetzt so weit gekommen, das werden wir ja fragen. Was heißt so weit? Congratulations, wir haben es in die Top 100 geschafft auf Platz 76. Na, ist ja der pure Wahnsinn. So. So. Ein Treffer zieht einem auch richtig Energie ab, ne? Also das ist schon echt übel. Aber ich versuche mich mal hier ein bisschen durchzueiern und Konflikten aus dem Weg zu gehen. Sehen wir schon wieder das Messer, weil das brauche ich gleich. So, weil nur mit dem Messer kann ich ihn befreien. Und jetzt, also ihr seht schon, dass es für einen Shooter eigentlich sogar recht ausgebufft gewesen ist von der... Ach nee, komm schon, jetzt musste ich den Weg dadurch finden und wusste den mal wieder nicht. Naja gut, okay. Wir werden uns aber vorarbeiten, da bin ich mir sehr sicher. Ja, natürlich habe ich es wieder in die Rangliste der unbekannten Soldaten geschafft. Oder besser gesagt, der Allzeithelden. So, meine Herren, auf geht's, komm. Gehen wir gleich mal auf die Panzerfaust hier. Die brauche ich jetzt sowieso als erste Waffe wirklich, um mich dann halt eben durch... die Lücke da zu bomben. Och, nee, geh weg! Gleich zwei Treffer einstecken dürfen hier, sowas. Was dieses Game halt eben auch bei uns Kids natürlich ungeheuer populär gemacht hat, das war nicht nur die Tatsache, dass wir halt eben selber dort als Rambo, nicht, dass wir diesen Film gekannt hätten, dort tätig werden durften und halt eben entsprechend hier alles abreißen konnten. Oh. Mann, nein, sondern halt eben entsprechend verdammt guter Soundtrack. Auch einfach für die damalige Zeit, wie ich finde. So, da hat es sogar auf Platz 75 geschafft. Na, ist der pure Wahnsinn. Irgendwie werden wir das schon kriegen. Es ist ja unglaublich. So, mal ein bisschen Concentration. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gab noch einen zweiten Eingang in dieses Lager. Mir will nur nicht mehr einfallen, wo. Aber gut. Hier haben wir den sicheren Weg und den nehmen wir auch. So. Oh nein! Oh, fuck! Ja, toll. Ganz großes Kino. Ja. Das gibt es doch nicht. So. Ja, danke schön. Ja, super. Ganz großes Kino. Meine Herren. Ja, hier um die Latrine rum. Es ist doch die Wahrheit nicht, oder? Meine Herren. Gut, wir machen das anders. Und zwar...
behalten wir gleich die Panzerfaust, nachdem wir uns da reingeballert haben. Und dann zerlegen wir den Turm. Meine Güte, soll mir ja egal sein. Dann baller ich den einem raus. Ist wahrscheinlich eh die bessere Lösung. So, hier, komm. Geh weg mit dir. Okay, auch Kollisionen führen zu Schaden. Gut. Es sei denn, ich erwische die Jungs vorher. Da. Ja, super. Müssen wir durch das Lager hier durch. Bisher sieht das gut aus. Da ist die Latrine. Na bitte, es geht doch. Und jetzt müssen wir hier einmal unseren Weg nach draußen finden. Und das hier sieht eigentlich erstmal ganz gut aus, wollte ich sagen. Aber leider wollen wir weniger. Ist auch so ein bisschen wie so ein 2D Counter-Strike, würde ich mal sagen. Es hat so gewisse Ähnlichkeiten zumindest. Aber von daher müssten sich die jungen Leute ja hier auf einmal doch auch wieder sehr zu Hause fühlen. So. Meine Herren, das gibt es doch nicht. Ich weiß plötzlich wieder, warum dieses Game bei mir immer so dann immer leicht pulsierende Äderchen zur Folge hatte. Das Gute ist, dass wenn die Panzerfaust-Explosionen nichts tun. Oh nein! Oh. Ja, super. Ganz, ganz großes Kino. Ihr geht doch alle weg. Geht doch alle... Kurz vom Nervenzusammenbruch hier, aber so was von. Ja, so, ja. Oh. Das liebe ich ja. Meine Güte. Die lieben Jungs von Ocean, die haben da echt was zusammen gedengelt, ey. Das ist doch unglaublich. Nicht zu glauben, ey. Ich krieg hier noch die Krise. Ich krieg hier noch die Krise. Komm schon, einmal. Einmal. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, jemals die erste Phase geschafft zu haben. Ich war einmal relativ nah dran, das weiß ich noch sehr genau. Und dann habe ich trotz alledem, leider doch nicht mehr das Licht des Tages gesehen, weil mich die Vietcong hier unmittelbar vor dem rettenden Hubschrauber aus den Latschen geschossen haben. Super. So, wo jetzt bisher kein Weg war, machen wir uns jetzt einfach erstmal ein. So, bomben wir uns hier jetzt mal so richtig durch. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser verkackte Hubschrauber? So, wir sind ganz am Rand. Da ist er! Yes! Task 1 is completed. Now rescue the POWs from the camp. Use enemy equipment necessary, if necessary. Okay, alles klar. Gut, was muss ich jetzt? Ah ja, okay. Okay. Mal gucken.
Müssen wir da mal hier so lang. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch weiterhin vertikal unterwegs sein sollen. Bisher sieht es ja eigentlich. Was? Bitte? Hallo? Naja, okay. Die Energie des Hubschraubers war weg. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja. Aber immerhin, Rang 72 erreicht. Kaum zu glauben, aber wahr. Ja, also ihr seht immerhin, das Spiel deckt schon durchaus auch so die Schlüsselszenen aus dem Film ab. Das ist schon mal für damalige Zeit eigentlich auch durchaus aller Ehren wert, weil das war nicht die Selbstverständlichkeit. Ganz im Gegenteil. Sondern man nahm sich da jegliche künstlerische Freiheit bis hin zu, das habe ich in diesem Film niemals gesehen. Aber es passierte. Ich finde das auch interessant, man kann Bäume zerstören, da mögen mir jetzt bitte sämtliche Umweltaktivisten auch ja, nicht böse sein. Das muss einfach sein, immerhin geht es hier um Kriegsgefangene, die man retten muss. Und da ist natürlich die Frage, was ist wichtiger, das Leben des Kriegsgefangenen oder so ein Baum? So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, meine Güte, natürlich ist das das Leben des Kriegsgefangenen. So, den müssen wir jetzt mal mitnehmen. Komm her, Kumpel. Ah, gut. Und jetzt machen wir uns hier mal wieder den Weg frei. So. Ja, das sieht ganz gut aus, was hier passiert. So. Okay, wo ist das Hubschrauberding? Da ist das. Okay. So, und jetzt verlieren wir nämlich hier schon gleich die Energie. Und jetzt wollen wir mal gucken. Aha, okay, hier ist der Rand. Ob ich hier irgendwo das Ziel tatsächlich finde. Weil das ist natürlich echt linkisch, weil du nicht weißt, wohin geht's denn. Oh, oh, gleich ist Feierabend. Und das riecht nach Game Over. Die Frage ist natürlich, ob man vielleicht auch in die Gegenrichtung hätte fliegen können. Ich glaube nicht. Aber trotz alledem, möglich wäre es ja unter Umständen gewesen. Nein, aber okay, ihr seht, ich komme so ein bisschen wieder in den Vibe rein. Das Problem ist, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wohin man in der zweiten Phase muss. Aber hey, that's the shit. So ist das nun mal. Nichtsdestotrotz, das war Rambo 2 First Blood Part 2. So ist das richtig. So ein bisschen in der Tradition von Games wie Commando und oder Huda Swins, das wir auch noch spielen werden, das meiner Meinung nach das beste Game dieser Art war. Es gab dann noch Sachen wie Ikari Warrior und so weiter, aber Huda Swins hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. Mal sehen, wann wir dazu kommen werden. Ich werde mir ein paar Games auch durchaus noch bis zum Schluss aufheben, die ich einfach sehr gerne gespielt habe. Einfach um den Drive zu halten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und das Ertragen meiner kleinen Ausbrüche hier, aber kommt bestimmt wieder vor. Bis denn, ich bin raus. Ciao.